Du bist in einem Wald und es ist Tag. Dort ist ein Höhleneingang mit ein bisschen Kohle. Eine Cow und ein Hühnchen sind auch da. Des Weiteren sind da Bäume. Fragezeichen. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Tech Industry! Yeah! Ja, es tut mir leid, dass das jetzt alles mit Verzögerung kommt hier und dass mein Freund jetzt auch nicht in der 21. Folge dabei sein kann. Ja, ich habe ihn versucht zu kontaktieren, aber der wollte nicht so ganz. Wie es denn auch sei. Also, da mal die Hölle, da müssen wir aber nie mehr hier rein, so vom Portal aus. Da wollen wir mal diese Mining Turtles reinsetzen. So. Genau, hier haben wir unseren Keller. Der ist sehr schön geworden. Ich habe mal den Boden hier fertiggestellt. Ich bin auch bei dem Bau aus Versehen gestorben. Also nicht wundern, warum mein Inventar ein bisschen anders aussehen sollte. Ja, das hier ist die MFE. Die lädt sich auf noch, wegen der Solarzelle, die da ganz oben ist. Wir haben es ja mittlerweile geschafft, eine zu bauen, die auch Strom produziert. Ja, hier sind ganzen Schienchen, die wir haben. Bisschen Scrap haben wir auch. Hier, die ganze Kiste ist mittlerweile voll mit Items. Die habe ich mal alle aus der Crystal Chest hier unten rausgenommen. Ich habe dann auch ein bisschen hier so am Rand die Dinger so weggenommen. Der Gui ist eigentlich total sinnlos, weil die Mining Turtle, weil wir die Quarry hier hinsetzen wollen. Also ich will das zumindest machen. Ja. Was haben wir heute vor? Ich habe mir vorgenommen, mal auf die Zeit zu gucken. Okay. Wir haben jetzt halb. Bis auf 45 ungefähr Schluss machen. Und dass wir uns mal einen kleinen Computerraum bauen. Dafür brauchen wir natürlich die Computer. Ach ja, das kann man übrigens mit O öffnen. Moment. Mit O schließen, öffnen. Soweit man auf das Inventar zugegriffen hat. Wir brauchen den Computer. Ich glaube, den schaut man so, ja. Da mal den. Gehen wir mal drauf. Oh, ist ja eigentlich relativ einfach zu machen. Also Stone drumherum, eine Glasscheibe und Redstone. Glasscheiben müssten wir ja irgendwo noch haben. Irgendwo müssten wir die noch haben. Da, das ist ja. Redstone müsste hier auch irgendwo sein. Ne, ist nicht. Jetzt hier? Ne, hier ist auch nichts. Nehmen wir hier ein bisschen Redstone. Haben wir ja genügend. Okay, ach, Stone fehlt uns hier noch. Nehmen wir hier aus. So, dann einmal so außenrum war das ja. Dann, nein, das nicht. Redstone in der Mitte und die Glasscheibe. Jetzt haben wir einen Computer. So, jetzt will ich aber noch eine, so einen CD-Schreiber. Okay, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ich weiß es nicht. Ja, Floppy Disk kann man noch zwei Stück, aber wir können uns ja mal angucken, wie die gehen. Eigentlich auch voll einfach. Redstone, Papier. Hier kann man die dann natürlich bunt machen, anscheinend. Schon sagen, wie oft soll ich denn so eine Floppy Disk nehmen mit so einem Inksack? Die sehen ja nicht wirklich unterschiedlich aus. Ja, also man kann, wie ihr jetzt seht, rot machen. Kann auch direkt schon so färben, wie witzig. Ja, noch mehr rot. Total sinnlos. Egal. Grün. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal diesen Disk Drive machen. Ah, da brauchen wir zwei Redstone. Also einfach so außenrum und dann nur zwei Redstone da rein. Zwei so da rein. Und das auch schon mal. War es das oder gibt es noch mehr so im Computer? Es gibt ein Advanced Computer.
Naja, der ist uns erstmal egal. Ja, dann lasst uns mal die Handsäge mitnehmen. Ja, die muss ich auch nochmal machen. Und ein bisschen Holz. Na gut, das müssen wir auch oben haben, oder? Da müssten wir. Ich guck mal, ob wir nicht auch anderes Holz noch haben. Nö. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Ah, wir können eigentlich. Nee, ne, lass mir. Was haben wir hier? Erde. Ja, diesen Rubberwood. Ah, Junglewood haben wir schon komplett aufgebraucht. Oh, hier haben wir auch was zu essen. Das ist ja ganz nett. Da irgendwas in den Öfen? Ne. Ja, und wo machen wir den Computerraum rein? Da ist was Großes am Raum hier. Gucken wir mal weiter oben. Vielleicht haben wir da so ein schönes Räumchen. Ja, ich finde hier könnte man doch was reinhauen. Okay, kommt hier also unser Computerraum rein. Zack, zack. Ja, was werden wir mal machen? Ich denke, so was Einfaches wie... Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert. Ah, scheiße. Okay, er will erstmal ein Programm. Ah, jetzt haben wir ein neues Programm. Huch, da war eine leere Taste zu viel. So, Steuerung. Save. Exit. Und dann... Hello World, da sind wir gut. Okay. Also wir haben schon mal unser erstes Programm. Ich habe vorher nie damit programmiert. So. Da muss ich nämlich selber nochmal schauen, so ein bisschen mit dem Programmieren. Ja, wir machen uns aber auf erstem. Wir machen uns auf jeden Fall erstmal so ein Tischchen. Dafür brauchen wir erstmal einen geeigneten Holztyp. Huch. Welchen Holztypen nehmen wir? Also ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen diesen ganz klassischen. Also dieses, was ist das für ein Baum? Ich habe keine Ahnung. Oak Tree oder was? Finde ich aber gerade nicht hier. Okay, dann machen wir jetzt ganz einfach. Dann gehen wir mal schnell hier hinten rein. Habe ich eigentlich... Normal, okay. Ich bin gerade irritiert, dass hier keine Monster irgendwo versteckt sind. Genau, Oak Tree. Ah, nehmen wir mal zwei Stück mit. Oh, die Sonne geht auch gerade unter. Das ist eine schöne Seite. Ich dachte mal, hier geht die Sonne auf. Die Sonne. Ich erfinde immer neue Wörter, weil ich mich verspreche. Ich bin so awesome. Ah ja, genau. Hier habe ich auch schon mal überlegt, könnten wir das Ganze automatisieren. Das ist so ein Breeder bauen, der dann... die Kühe so vermehrt. Oh, es gibt Erfahrung. So, jetzt haben wir drei Babykühe. Aber ich brauche erstmal ein Skelett. Wo meint ihr, werde ich das finden können? Hier sind Schweine. Gut, die Schweine sind ja immer überall, ne? Das ist nie so das Problem. Ich finde, das Problem sind eher so Kühe. Die Kühe findet man selten. Na, machen wir erstmal in unserer Farm weiter. Brauchen wir erstmal ganz viel Getreide. So.
Aber guck mal, hier ist ja noch mehr. Nur richtig viele Melonen sehe ich auch gerade. Wie awesome. Ah, ihr Kühe. Was gibt's? Nichts. Nicht viel, ne? Mein Gott, haben wir viele Melonen. So viele brauchen wir doch gar nicht. Ich hätte auch schon mal überlegt, einfach meinen Bruder oder so parallel immer, wenn ich spiele, den auch spielen zu lassen. Dass man dann später irgendwie so, ja, handeln kann. Oh. Da haben wir die Sachen. Ich meine, das wäre schon ganz witzig. Dann braucht man irgendwie, keine Eisen, Uranium oder man hilft sich zum Teil. Das kann man ja auch machen. Dass man sagt, hier, ich habe jetzt das und das gebaut. Brauchst du dann nicht irgendwie was? Oder ich habe ein AKW jetzt, aber es produziert so viel Strom, den kann ich nie alleine verbrauchen. Willst du nicht auch was davon haben? Ich denke auf jeden Fall, dass ich mal sowas machen werde. Ein Server, wenn ich ihn jetzt bei Nitrat oder so miete, das wäre mir zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Ich bin auch ein kleiner YouTuber. Ich habe nicht so viel Geld. So, wo... Au, guck mal, hier haben wir ja solche normalen Bäume. Ich bin blind. Ich bin mit Blindheit geschlagen. Ah, aber ich denke, wir brauchen ein bisschen mehr. So. Ja, der ganze Baum ist weg, okay. Ich überlege gerade. Mittlerweile müssen wir richtig viele von diesen Saplings haben. Entweder recyceln wir die, kriegen wir Scraps, oder wir schmeißen die einfach so in den Ofen. Ja, jetzt kommt so ein scheiß Mob, ne? Jetzt, wo ich den nicht mehr brauche. Schmeißen die einfach in den Ofen. Und dann kriegen wir ja so auch unseren, und unsere Energie. Produzieren 250 EU pro 10.000. In 10.000. Ach, egal. Irgendwie so heißt das. Okay. Hunger ist gestillt. Jetzt können wir zur Tat streiten. Also, wir wollen erstmal. Sowas. Die machen wir dann so. Beine draus. Brauchen wir 4 Stück, würde ich sagen. Ja, die Holzplatte lassen wir auch so. Die Handsäge will ich aber mitnehmen. Ach, das war aber weiter oben. Ich war schon irritiert. Irgendwie sah alles da unten ganz anders aus. Das ist auf jeden Fall ein netter Tisch. So, ist ein überdimensionaler Tisch geworden. So, hat auf jeden Fall Style, dieser Tisch hier. Sieht cool aus. Ja, einen Stuhl können wir jetzt nicht wirklich machen. Der passt jetzt da nicht rein. Lassen wir das einfach mal so. Das hier ist auf jeden Fall unser Tisch jetzt. Gut, da können wir jetzt ja uns mal dran machen. Ein bisschen Programmierskills uns anzueignen. Also. Um einen Pogo... Also, wartet. Wir machen anders. Ah, verdammt. So, da sieht man jetzt alle Programme, die es gibt. Das nehmen wir jetzt mal raus, das habe ich ja selber geschrieben. Die gibt es so vorprogrammiert. Es gibt auch irgendwie... Also ein Spiel. Also es gibt auch 2 Spiele angeblich. Ich glaube, es war Adventure. Genau, das ist so Minecraft-mäßig. Du bist in einem Wald und es ist Tag.
Dort ist ein Höhleneingang mit ein bisschen Kohle. Eine Cow und ein Hühnchen sind auch da. Des Weiteren sind da Bäume. Fragezeichen. Enunciate, was? Weiß ich nicht. Say again? Ups. Nope. I don't understand. Also, man kann das auf jeden Fall auch spielen. So, man kann das auch verlassen. Ich habe einfach mal geraten. Ich hab keine Ahnung. Ja, das sind auf jeden Fall so, man kann auch Worms spielen. Dann gibt's aber auch sinnvollere Dinge. Aber, naja, egal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Hello-Programm geschrieben. Das geht ja so, Edit, und dann kann man entweder ein neues Programm schreiben oder man kann aber auch das vorhandene Programm erweitern. Zack. Dann seht ihr, sind wir in unserem Programm drin. Wer Informatik hat, der wird das eventuell lieben. Also eventuell, weil das ist doch ein bisschen anders als Java und Python und was es nicht alles für Programmiersprachen gibt. Aber es basiert so auf dieselbe Logik. Informatik ändert sich ja nicht wirklich. Ihr seht ja auch schon Print, hier, keine Ahnung, die Anführungsstriche, Hello World. Das gibt's ja auch so zum Teil in manchen Programmiersprachen. Zum Beispiel Python. In Java müsste man das in Klammern schreiben. Keine Ahnung, ob hier auch irgendwie Klammern berücksichtigt werden. Können wir mal direkt ausprobieren. So. Safe. Ah, immer wichtig, erst safen. Ah, gut. Mit Klammern funktioniert auch, also das scheint sich dann doch nicht allzu viel nehmen. Ja, dann kann man. Ja, ich mache einfach mal irgendwas hier. Ich finde immer, man muss so ein Leerzeichen da rein. Also, zumindest hier, finde ich, muss das immer. Machen wir, was weiß ich. Machen wir 2 Sekunden. So, und dann soll was Neues printen. Du bist toll. Ah, soll ausgeben. Okay. Nach 2 Sekunden rufen wir unser Programm auf. Hello World. 1, 2. Du bist toll. Also man kann auch so Wartezeiten und sowas alles einbauen. Man muss halt nur schreiben, dass dieses Open System ist. Also ihr Programmierer, ihr wisst ja, was das heißt. Die anderen, das heißt, dass praktisch auf die Klasse OS zugegriffen wird und dass davon der Befehl sleep ausgeführt wird mit einem Wert in der Klammer, der muss da rein. Wenn man den nicht da rein macht, das ist alles mit dieser Tastennavigation. Wenn er keinen Wert rein macht, kann ich auch direkt mal zeigen, dann wird das nicht ausgeführt, dann sagt er hier, pass auf, da ist ein Fehler in deinem Programm. Tada, Hello World, ne? Also er führt das aus. Aber dann, wo er dann reinkommt. Quatsch. Nein, immer noch nicht ganz. So, jetzt. Dann wurde er dann, ne? Er hat geschrieben, Hello World. Also prima funktioniert. Dann, als er den Befehl ausführen sollte, os.sleep, hat er gesagt, pass auf, da ist ein Fehler. Ja gut, die Zahl. Das sagt einem nicht viel, aber die Fehlercodes, die sind eigentlich immer dasselbe. Da hat man es halt irgendwann einfach raus und weiß man, was falsch gelaufen ist. Und sobald halt in allen Zeilen ein Fehler passiert, bricht er das ganze Programm ab. Ja, und dann darf man erstmal den Fehler suchen gehen. Hier seht ihr ja, in welcher Zeile wir uns gerade befinden. Also, Zeile 2 sind wir gerade. Zeile 1. Das wird auch zum Teil in der Fehlermeldung ausgegeben, wo in der Zeile der Fehler ist. Dann kann man so zack, 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 zack
da hingehen. Man könnte das eigentlich noch ein bisschen mit der Maus aufpeppen, finde ich. Aber so hat das so ein bisschen dieses, dieses DOS-Prinzip von Windows, finde ich. Gut, dann muss ich jetzt sagen, ich hatte nie einen DOS, wo man also mit Befehlseingaben machen musste. Aber das hole ich ja jetzt nach. Sozusagen. Nee, eigentlich denke ich, werden wir uns ein paar Folgen damit beschäftigen. Und ich sehe schon, wir sind wieder über unsere Zeit. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht mit euch. Ja, aber bevor ich euch verlasse, muss ich noch erklären, was das Ding da soll. Das ist ein CD-Laufwerk, ne? Das hat ja in vielen Computern schon automatisch. Huch. Okay. Hat man in vielen PCs schon drin. Und ja, gut, ein CD-Laufwerk ist das auch nicht. Obwohl sich diese Floppy Disk Disk nennt, ist das nicht wirklich eine Disk für mich, sondern eher so eine Diskette. Ja, vielleicht heißt das Floppy Disk auch Diskette. Na, weiß ich nicht. Hier. Na, kann man die so nehmen. Wir können auch später die Turtles programmieren. Aber das machen wir dann also am Computer, schmeißen wir alles auf eine CD und dann nehmen wir so das CD-Laufwerk, stellen das. Na, falscher Raum. Stellen das neben die Turtle. Und können dann sagen, von der CD hol dir das Programm, speicher es auf dich selbst, ne, so dass die Turtle das Programm Intus hat. Und dann soll die das ausführen. Das kann man alles so direkt machen. So, klicken wir jetzt da rein. Zack. Legen wir da rein. Tada, ist die CD drin, seht ihr, ist auch ein grünes Lämpchen. Das kann man hier rausnehmen. Das war nix. Und die können auch miteinander interagieren und was weiß ich nicht alles. Aber das werden wir auf jeden Fall vielleicht hoffentlich in der nächsten Folge sehen. Da muss ich mal schauen. Eventuell mache ich so ein extra Tutorial dafür, wie man hier so kleinere Programme programmieren kann. Ich programmiere auch selber so ein bisschen in Java. Ja, Python habe ich auch erwähnt. Mal, da bin ich auch relativ aktiv. Da habe ich letztens erst was programmiert. Aber ich schweife ab. Ich wollte hier eigentlich beenden, ne? Ja, dann lasst ein Abo da oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.